Ja, hallo, mein Name ist Wolfgang Meutzi und ich möchte euch willkommen heißen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Ich möchte mit euch darüber reden, warum unser täglicher Einkauf immer teurer wird. Auch am Blog der SPÖ Steiermark schreibt unsere Soziallandesrätin Doris Campus, warum sie die immer teureren Lebensmittel als Sozialpolitikerin so besorgt machen. Die Teuerungswelle machte mich vor Lebensmitteln nicht halt. In den steirischen Sozialmärkten werden die Schlangen immer länger und die Waren immer weniger. Deshalb haben wir die Sozialmärkte mit 50.000 Euro unterstützt. Aber die Teuerung trifft auch die Mittelschicht hart. Immer mehr Steirerinnen und Steirer können sich das tägliche Leben und vor allem die täglichen Lebensmittel nicht mehr leisten. Lebensmittel sind neben Energie, Sprit und den Wohnungsmieten die Hauptpreistreiber bei der Inflation. Ein Problem ist, dass die Lebensmittelpreise inzwischen um über 15% gestiegen sind, während die Inflation nur unter Anführungszeichen 10,5% beträgt. Aber warum sind Lebensmittel eigentlich so teuer geworden? Oftmals wird in den Medien nur davon geredet, dass der Ukraine-Krieg oder auch gestörte Lieferketten der Hauptgrund dafür sind. Das stimmt zu einem Teil sicher. Ein nicht unwesentlicher Faktor ist aber auch Gier als Motiv. Viele Firmen und da leider auch Lebensmittelkonzerne nehmen die derzeitige Inflation einfach als Argumentation dafür, dass sie sich zusätzliche Gewinne in ihre Geldbörsen scheffeln. Ich finde es völlig inakzeptabel, dass manche versuchen, mit dem Leid der Menschen und mit dem täglichen Einkauf jetzt noch zusätzliche Gewinne zu machen und sich hier zu bereichern. Hier muss der Staat entschieden handeln und in den Markt eingreifen. Jahrzehntelang haben uns Konservative und Liberale eingeredet, der Markt regelt alles. Doch wir sehen in der derzeitigen Krise, dass der Markt nichts regelt. Deshalb haben wir Sozialdemokratie schon seit vielen Monaten Vorschläge gebracht, wie wir entschieden in den Markt eingreifen könnten, damit die Preise endlich sinken und das tägliche Leben für Menschen wieder leistbar wird. Einer unserer Vorschläge ist, dass wir zum Beispiel auf Grundnahrungsmittel die Mehrwertsteuer streichen. Minus 20% Mehrwertsteuer würde sofort an den Kassen spürbar werden und ärmere Bevölkerungsschichten könnten sich den Einkauf wieder leisten. Und das Totschlagargument kommt dann oftmals, die Lebensmittelkonzerne geben das nicht weiter. Wir haben ein Gesetz, das solche Preistreiberei verhindern kann. Hier könnte die Bundesregierung also auch die Lebensmittelhändler zwingen, dass die Mehrwertsteuersenkung einfach weitergegeben wird. Wir finden, dass gerade bei Grundbedürfnissen wie Lebensmittel, beim Wohnen oder bei der Energie die Politik und die Bundesregierung nicht länger zusehen sollte, wie die Preise steigen, sondern endlich entschieden in die Märkte eingegriffen werden sollte. Diese Markteingriffe sind in Krisenzeiten keine neue Erfindung, sondern haben sich bereits in der Vergangenheit oftmals bewährt. Wer die Bevölkerung vor den steigenden Preisen schützen will, muss entschlossen in die Märkte eingreifen. Denn wenn wir eins in den letzten Monaten gelernt haben, dann das, dass der Markt nichts regelt. Wir erleben ein Marktversagen historischen Ausmaßes. Meiner Meinung nach muss sofort in die Märkte eingegriffen werden. Es gibt jetzt schon einen Wohlstandsverlust und eine Armutsgefährdung bis in die Mittelschicht hinein. Und die Bundesregierung schaut nur zu. Wir werden weiterhin mit ganzer Kraft daran arbeiten, dass die Steirerinnen und Steirer so gut wie möglich vor der Teuerung geschützt werden. Und wir haben es bereits mit dem Steiermark-Bonus und dem verdoppelten Heizkostenzuschuss bewiesen, dass einiges möglich ist. So, das war es von meiner Seite von Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Uns würde deine Meinung interessieren, wie es dir mit den gestiegenen Preisen geht, was deine Erfahrungen im alltäglichen Einkauf sind und gib uns ein Feedback, was wir beim Podcast verbessern können. Folge uns auf Instagram und natürlich dem Podcast selbst. Es würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark.